Ausdauersport extrem. Leistung bis ans Limit. Eine Leidenschaft für Zehntausende. Doch welchen Preis zahlt der Körper? Die Wissenschaftler Moritz Anderten und Ingo Frohböse durchleuchten drei ambitionierte Triathleten. Was geschieht in Kopf und Körper? Und ab welchem Punkt ist Sport nicht mehr gesund, sondern schädlich? Ein gesundes Frühstück, das Wichtigste für einen Leistungssportler, weiß Natascha Schmidt. Die 27-Jährige ist Triathlon-Profi. Ihr Tagesablauf ist ganz auf ihr Training zugeschnitten. In den Pausen konzipiert sie als Nebenjob Trainingspläne für andere Sportler. Von ihren Sponsoren allein kann sie noch nicht leben, aber das nimmt sie in Kauf für ihr großes Ziel, an die Weltspitze zu kommen. Ich lebe halt wirklich einfach meinen Traum und dafür kämpfe ich jeden Tag und das ist halt einfach das Schöne daran. Also ich kann wirklich sagen, ich habe es dann irgendwann mal probiert. Wenn es dann nicht funktionieren sollte, dann ist es halt so, aber ich kann mir später halt keine Vorwürfe machen, dass ich es halt nicht versucht habe. Die Frankfurterin trainiert rund 35 Stunden in der Woche. Laufen ihre Paradedisziplin. Das weiche Aufsetzen mit dem Fußballen verrät den Profi. Natascha arbeitet unermüdlich an ihrer Lauftechnik. Mit den Hütchen erhöht sie die Schwierigkeit und setzt neue Trainingsreize. Ihr letzter Wettkampf der Saison steht bevor. Die Ironman-Halbdistanz auf Lanzarote mit allein 21 Kilometern Laufstrecke. So wie viele Profisportler baut sie ihr Training nach wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Sie muss genau wissen, was zu tun ist, wenn sie zum Beispiel Halsschmerzen bekommt. An der Deutschen Sporthochschule Köln erforschen Moritz Anderten und Ingo Frohböse Fragen wie diese. Pausieren oder weiter trainieren, wenn man angeschlagen ist? Das ist jetzt einfach das A und O, dass der Körper sich halt wieder regeneriert, beziehungsweise dass auch keine Krankheiten kommen. Das muss man ja auch bedenken, wenn man denkt, oh, heute bin ich schon ein bisschen platt, aber setzt noch mal einen Reiz drauf. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, weil eine Erkältung oder sowas, das bringt halt einem komplett wieder raus. Was Natascha sagt, ist absolut richtig. Denn der Körper wird gestresst durch Belastung und durch zu viel Belastung natürlich viel mehr. Dann werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die der Zelle einfach nicht gut tun. Insbesondere das Hormon Cortisol steigt an und durch diesen Anstieg des Cortisols wird das Immunsystem negativ beeinträchtigt in der Qualität und Quantität seiner Arbeit. Also wir haben weniger Abwehrzellen, die auch nicht so intensiv arbeiten können. Dadurch wird das Immunsystem unterdrückt, rauscht in den Keller und kann seine Abwehrfunktion absolut nicht mehr wahrnehmen. Das bedeutet, dass Viren und Bakterien wunderbare Chancen haben und die Krankheit ist absolut vorprogrammiert. Auch er flucht, wenn es wieder mal im Hals kratzt. So etwas wirft einen um Tage zurück, sagt Jürgen Bohm, freiberuflicher Buchhalter aus Berlin. Auch Jürgen trainiert für den großen Saisonabschluss auf Lanzarote. Dort muss er allein auf dem Rad 90 Kilometer durchhalten. So wie viele Triathleten hat Jürgen einen großen Wunsch. Es einmal nach Hawaii zu schaffen, zum berühmtesten Ironman-Wettkampf der Welt. Mein Ziel ist es, mich spätestens in 2 Jahren, wenn ich in der Altersklasse 60 bin, mich für Hawaii zu qualifizieren.
Und Lanzarote ist für mich jetzt erstmal so ein Punkt, wo ich eben sehe, wo stehe ich denn, was muss ich noch tun, was muss ich im nächsten Jahr tun, wie viel muss ich trainieren. Ja, und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, danach wird erstmal ein richtiger Trainingsplan erstellt, dass ich dann richtig loslegen kann. Jürgen hatte vor ein paar Jahren einen leichten Schlaganfall. Erst danach begann er, wieder intensiv Sport zu treiben. Dabei ist er beruflich voll ausgelastet. Eine 50-Stunden-Woche ist für Jürgen normal. Trotz dieses Arbeitspensums will er auf Extremsport nicht verzichten. Auch wenn es manchmal in den Knochen zwackt. Wenn man in dem Alter ist, denke ich, da ist keiner mehr schmerzfrei. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem rechten Knie, aber ich sage immer, das fährt sich weg. Ja, die Probleme sind eher da, wenn ich nicht trainiere. Beim Radfahren sind sie eigentlich nach einer gewissen Zeit, der Schmerz ist da und dann ist er aber weg. In der Tat kennt man beim Sport dieses Phänomen, dass man Schmerzen wegfährt. Und beim Radfahren, wie Jürgen es gerade berichtet hat, ist ja eine Bewegung, die ganz wenig Last auf die Strukturen ausübt, wunderbare Durchblutung, viel Erwärmung und die Schmerzen verschwinden fast von alleine. Denn durch die Bewegung wird der Knorpel wunderbar ernährt. Diese Stellen müssen gewalkt, gequetscht und gezerrt werden, damit Flüssigkeit in das Gelenk und in die Knorpelstruktur hineinkommt. Und nur dann bleibt der Knorpel elastisch. Und dann hat die Wissenschaft Myokine entdeckt. Das sind Botenstoffe, die nur von der Muskulatur ausgeschüttet werden, wenn diese aktiv ist. Und auch die bekämpfen direkt den Schmerz und lassen Entzündungen schwinden. Marinestützpunkt Eckernförde. Hier trainiert Oberbootsmann Jan-Erik Wittenhagen. Lange vor dem Frühstück ist er schon auf den Beinen. Auch Jan-Erik will nach Lanzarote. Es soll sein erster Halb-Ironman werden. Der 27-Jährige ist ehrgeizig. Er weiß, wer an die Spitze will, muss seinen Körper fordern bis ans Limit. Nur dann werden die Organe immer leistungsfähiger. Doch es ist eine Gratwanderung. Vor ein paar Monaten übertrieb es Jan-Erik. Er gönnte sich keine Pausen mehr. Damit erreichte er das Gegenteil des Gewünschten. Wochenlang fühlte er sich nur noch schlapp. Ja, auch von der Pumpe her, dass man sich, ich weiß nicht, ob das subjektiv war, aber dass man wirklich gedacht hat, oh Mann, hier die Schwäche, das kommt hier vom Kreislauf und so weiter, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Man war die ganze Zeit niedergeschlagen und die Leistungen sind rapide in den Keller gestürzt. Auch Jan-Erik ist neben dem Sport voll berufstätig. Er konzipiert Sanitätslehrgänge bei der Marine. Seine Dienstzeit beträgt 48 Stunden pro Woche. Und, alles gut? Ja, super. Davon dürfen die Soldaten 3 Stunden für Sport nutzen. Fürs Triathlon-Training reicht das bei weitem nicht. Jan-Erik trainiert auch dann intensiv, wenn andere sich ausruhen. Am Feierabend und vor allem am Wochenende. 5 Stunden auf dem Rad an einem Sonntag, für ihn keine Seltenheit. Der Alltag eines Leistungssportlers will gut geplant sein. Jede Stunde Training zählt. Und jede Mahlzeit sollte vollwertig und gesund sein. In der Bundeswehrkantine ist sich Jan-Erik da nicht so sicher. Deswegen setzt er auf Nahrungsergänzungsmittel, so wie mehr als die Hälfte aller Leistungssportler. 900 Millionen Euro setzt die Branche allein in Deutschland jährlich um. Pulver und Pillen mit allerlei Mineralstoffen und Vitaminen. Die meisten Forscher sind der Meinung, dass diese Mittel dem Körper nichts bringen. Sie helfen vor allem der Psyche. Magnesium ist da drin, Zink ist damit drin. Ja, viele solche Kleinigkeiten, wo man als Sportler auch eher mal dazu neigt, Mangelerscheinungen zu bekommen, weil man ja viel schwitzt und auch viel verbraucht, einfach um das ein bisschen aufzupuffern. Und ja, subjektiv muss ich sagen, fühle ich mich gut. Ja, aus sportpsychologischer Sicht ist das natürlich absolut nachvollziehbar, was hier beschrieben wird. Man erkennt hier den Zusammenhang wirklich von Körper und Geist oder Körper und Psyche, wie eng
diese beiden Faktoren miteinander verknüpft sind. Durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln haben die Sportler das Gefühl, auch körperlich alles getan zu haben, sich optimal vorbereitet zu haben. Und das hat natürlich den Effekt, dass es beruhigt und es gibt mir Sicherheit. Und ich habe so das Gefühl, jetzt wirklich im Training oder im Wettkampf an meine absoluten Leistungsgrenzen zu gehen. Natascha Schmidt besucht regelmäßig ein Fitnessstudio. Mit Radfahren, Laufen und Schwimmen ist es nicht getan. Ein Triathlon-Profi muss täglich auch Beweglichkeit und Koordination schulen. Stabilisationstraining auf dem Wackelbrett und dem Spanngurt. Es verbessert den Informationsfluss zwischen den Sinnesorganen, dem Gehirn und den Muskeln. Diese Übung stabilisiert den Rumpf. Bei schwacher Rumpfmuskulatur ermüdet ein Sportler schneller. Seine Bewegungen werden ineffizient, Verletzungen wahrscheinlicher. Entspannung durch Massage wird jetzt zum Saisonende immer wichtiger. Ein massierter Muskel schüttet mehr Aktin aus, ein Protein, das bei der Reparatur geschädigter Zellen hilft. Doch auch die Psyche braucht für den letzten Wettkampf des Jahres noch einmal Impulse. Man muss sich halt viel mehr motivieren und halt mit den Erfolgen, die man jetzt schon in der Saison hatte, einfach da wieder zurückdenken, komm, da hast du es auch noch geschafft, obwohl du jetzt schon platt warst. Und am Anfang der Saison ist es halt einfach so, da ist das Ziel einfach da und da ist man halt einfach noch frischer, von körperlich und halt auch mental. Für Natascha gibt es nur einen Weg zum Erfolg. Eiserne Disziplin. Noch um 22 Uhr zieht sie Bahn um Bahn in einem Frankfurter Hallenbad. Es ist die Trainingszeit der Vereins- und Leistungssportler. Alle anderen haben Feierabend oder schlafen schon. Woher kommt der Antrieb, sich täglich so zu schinden? Motivationsforscher haben etwas Bemerkenswertes herausgefunden. Es hängt mit der Größe der Herausforderung zusammen. Die Forschung hat gezeigt, dass mit zunehmender Aufgabenschwierigkeit auch die Motivation steigt. Als erfahrener Halbmarathonläufer möchte ich natürlich irgendwann meine Leistung steigern und den Marathon angreifen. Das bedingt natürlich eine Steigerung der Motivation, die sich dann hier auch mit größere Aufgabenschwierigkeit steigert. Der Motivationsforscher Atkinson hat gezeigt, dass erfolgreich bewältigte Ereignisse aus der Vergangenheit neuronal gespeichert werden, also im Gedächtnis haften bleiben. Und das umso fester, je überraschender der Ausgang war. Je überraschender der Erfolg, umso stärker die Motivation. Eine noch junge wissenschaftliche Erkenntnis. Motivation durch Abwechslung, das kennen viele Sportler dagegen schon lange. Yoga. Für einen Triathleten ein ungewöhnlicher Ausgleich. Doch Jürgen Bohm hat Yoga schon vor Jahren für sich entdeckt. Mit dem Alter nimmt die Beweglichkeit ab. Diese Übungen sollen gegensteuern. Sie kombinieren Dehnbewegungen mit Stabilitätsübungen, vor allem auch für den Rumpf. Was das Dehnen wirklich bringt, darüber streitet die Wissenschaft. Bis heute ist unklar, ob es tatsächlich Verletzungen vorbeugt, wie es schon seit Jahrzehnten heißt. Doch Yoga ist mehr als nur Fitnesstraining. Jürgen schätzt vor allem den Entspannungseffekt. Die richtige Atemtechnik hilft ihm, besser mit Stress umzugehen. Denn Druck verdirbt die Freude am Sport. Und bei allem Ehrgeiz will Jürgen sein Hobby in erster Linie genießen. Einatmen zu, zur Mitte.
Nach Hause joggt er natürlich. Zwar ist sein Laufstil verbesserungsfähig, viele Experten sagen, die Landung auf der Ferse belaste die Gelenke. Aber in seinem Alter will Jürgen da nichts mehr ändern. Er ist ein Kämpfertyp. Nur so ist es zu erklären, dass er in seinen 50ern noch mit Triathlon angefangen hat. Die Herausforderung reizt mich. Ja, immer wieder. Ich habe angefangen mit Marathonlaufen und nach Marathon kommt eben was anderes, 100-Kilometer-Lauf, dann der Triathlon. Der Mensch muss sich einfach weiterentwickeln, sonst bleibt er stehen. Und so ist es bei mir im Sport. Ja. Ich entwickle mich im Sport weiter und es macht einfach Spaß. Noch einer, der sich weiterentwickeln will. Jan-Erik geht bei jeder Gelegenheit in den Fitnessraum der Kaserne. Muskelmasse ist dabei nicht sein Ziel, sagt er. Für einen Triathleten zählt vor allem die Kraftausdauer. Die Muskeln sollen auch bei anhaltender Belastung möglichst wenig ermüden. Hat Jan-Erik nicht manchmal das Gefühl, es wird zu viel mit dem Sport? Es kommt schon mal vor, ja. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich lügen. Aber es kommt immer seltener vor. Umso mehr man sich in die ganze Sache rein oder in die ganze Materie reinsteigert, umso seltener kommt das vor. Eher kommt es vor, dass man sagt, ich mache doch gerade zu wenig, oder? Das ist eher die Frage, die man sich ab und zu mal stellt. Feierabend nach einem Tag voller Arbeit und Training. Ausruhen und mindestens 7 Stunden schlafen. Darauf legt Jan-Erik größten Wert. Das ist genau richtig, was Jan-Erik macht. Denn Sportler brauchen Pausen. Denn macht er das nicht, folgen unmittelbar Überlastungserscheinungen. Es gilt nämlich hier das Prinzip der Superkompensation. Um das zu beschreiben, nach einer sportlichen Belastung braucht der Körper für bestimmte Organsysteme einfach eine Pause, um sich wieder zu erholen, bestimmte Substrate wieder aufzufüllen, die Muskulatur wieder aufzubauen. Diese Zeit braucht er. Das dauert beim Ausdauertraining 18 bis 24 Stunden, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Das dauert bei Muskulatur etwa 48 Stunden, um die zelluläre Basis wieder auf ein 100-prozentiges Niveau zu führen. Macht er das nicht? Dann sind Überlastungsreaktionen auf jeden Fall die Folge und die Leistung schwindet massiv trotz Trainings. Das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig. Unsere 3 Sportler auf dem Prüfstand. Sportmediziner und Trainingswissenschaftler werden sie genau durchleuchten. Wie ist ihr körperlicher Zustand? Sind sie dem Leistungssport wirklich gewachsen? Ein EKG gehört ebenso dazu wie ein Lungenfunktionstest. Ja, tief Luft holen und pusten und tief einatmen. Weiter pusten, weiter. Untersuchung des Herzens mit Ultraschall. Die Ärztin fahndet nach möglichen unerkannten Herzfehlern. Natascha bei der wohl anstrengendsten Voruntersuchung, dem Rumpfkrafttest. Gemessen werden die Kraftwerte der vorderen, seitlichen und hinteren Rumpfmuskulatur. Sind die Muskeln gleichmäßig entwickelt? Reicht die Kraft für einen Ironman? Tausende Sportler haben diese Tests schon durchlaufen. Und für manche ist das Ergebnis niederschmetternd, weil ihr Ehrgeiz stärker ist als ihr Körper. Ein Großteil ist gut vorbereitet, hat keine Vorerkrankungen, hat keine Probleme. Der kann natürlich sehr wohl auch mal einen Marathon laufen. Aber es gibt auch viele, wo wir sagen, wenn der regelmäßig körperlich aktiv ist, ist es prima. Wenn der dann auch mal an einem 5-Kilometer-Walking-Wettbewerb oder vielleicht an einem 10-Kilometer-Stadtlauf teilnimmt, ist das auch noch okay. Aber der Marathon muss es eigentlich nicht sein. Manfred, wir schicken ihn ganz normal los. 3, 5, erste Stufe. Beim Leistungstest schlägt auch für unsere 3 Probanden die Stunde der Wahrheit. Auf dem Laufergometer wird die Geschwindigkeit stufenweise erhöht. Auf jeder Stufe wird die Zusammensetzung der Atemgase kontrolliert.
Auch das Aufsetzverhalten der Füße vermessen die Forscher per Videoanalyse. Für den Profi Natascha kommt es darauf an, besonders viel Sauerstoff pro Minute aufzunehmen. Dann können die Mitochondrien, die Zellkraftwerke ihres Körpers, den Muskeln mehr Energie bereitstellen. In kurzen Abständen werden auch die Laktatwerte gemessen. Nur wenn die Muskeln nicht übersäuern, können sie weiter Leistung bringen. Wer mit Ausdauersport anfängt, kann seine Bestzeiten zu Anfang schnell steigern. Eine heikle Ermutigung. Denn Sehnen und Gelenke sind oft noch nicht an die zunehmende Belastung angepasst. Grenzwertige Programme sind für mich Marathon in 8 Wochen. Wir haben unterschiedlich lange Anpassungszeiten der verschiedenen Funktionssysteme. Und die längsten Anpassungszeiten braucht das Bindestützgewebe. Und das macht selbst im Hochleistungssport Probleme. Wenn ich Trainingsbelastung dort zu schnell steigere, ist fast vorprogrammiert, dass ich dort an Probleme komme. Wir finden akute Überlastungsreaktionen meistens immer in Form von Entzündungen, weil das Immunsystem darauf antwortet, auf diese Überlastung. Achillessehnenreizung, Läuferknie oder Tennisarm sind hier die Klassiker. Es gibt aber auch langfristige Veränderungen, insbesondere an den großen Gelenken, am Kniegelenk beispielsweise, finden wir Arthrosen, also degenerative Knorpelveränderungen, Abbau von Knorpelstrukturen, Freilegen des Knochens, ganz gefürchtet. Und noch viel dramatischer ist letztendlich der Ermüdungsbruch, die Stressfraktur, dabei bricht sogar Knochen. Jürgen kennt die Risiken seines Sports nur zu gut. In Leipzig attestiert man ihm Gelenkverschleiß im linken Knie. Trotzdem darf er weiter trainieren. Radfahren und Schwimmen helfen sogar dabei, die geschädigten Knorpelzellen zu nähren. Jan-Erik und Natascha sind kerngesund. Auf dem Fahrradergometer werden beide nun bis zur Maximalbelastung gefordert. Bei Freizeitsportlern schaltet das Herz-Kreislauf-System nach dem Training wieder auf Normalbetrieb. Die Körper von Natascha und Jan-Erik dagegen zeigen schon erste bleibende Veränderungen. Es zeigt sich darin, dass mit weniger Sauerstoff höhere Leistungen vollbracht werden können. Und das Herz vergrößert sich. Das ganze Herz-Kreislauf-System zeigt vielerlei Anpassungserscheinungen, die dazu führen, dass gleiche Leistungen mit viel niedrigeren Herzfrequenzen erreicht werden können, als das im Vorfeld der Fall war. Nur jahrelanges intensives Ausdauertraining macht aus einem normalen Herzen ein Sportlerherz. Sein Gewicht kann sich nahezu verdoppeln. Ebenso die Pumpleistung. Die Frequenz für den Ruhepuls dagegen sinkt. Das Herz arbeitet ökonomischer. Die letzte Station der Leistungsdiagnostik. Eine Analyse der Schwimmtechnik im Strömungskanal. Natascha liegt flach und ruhig im Wasser. Das Zusammenspiel zwischen Atmung, Arm und Beinschlag ist nahezu perfekt. Alle 3 bis 4 Armschläge holt sie Luft. Sie atmet ins Wasser und macht 6 Beinschläge pro Armzug. Eine gute Voraussetzung für das Erreichen von hohen Geschwindigkeiten. Der Leipziger Strömungskanal ist der wohl modernste in ganz Europa. Jede Bewegung der Schwimmer wird durch mehrere Videokameras erfasst. Jan-Erik war bis zum 17. Lebensjahr Leistungsschwimmer. Dennoch erkennen die Schwimmtechniktrainer einige Schwächen.
Jan Eriks Rumpf könnte stabiler im Wasser liegen. Er ist zu weit aufgerichtet. Seine Beine schlenkern zu sehr nach den Seiten und die Füße sind nicht ausreichend gestreckt. Schwimmen ist die anspruchsvollste der drei Triathlon-Disziplinen. Und zugleich die gefährlichste. Immer wieder kommt es dabei im Wettkampf zu Fällen von plötzlichem Herztod. Der Stress beim Start und das oft eiskalte Wasser belasten den Kreislauf stark. Jetzt, ja, der rutscht ja dann ein ganzes Stück runter, bevor du den eigentlichen Armzug dann tatsächlich aktiv beginnst. Zeit für ein Fazit der Sportwissenschaftler. Wie gut sind die drei Probanden in Form? Jan Erik ist jung, er ist belastbar und er hat erst noch relativ eine kurze Zeit in der Sportart Triathlon trainiert. Und bei ihm sehe ich die Steigerungsmöglichkeiten natürlich am größten. Natascha, der Profi. Bei ihr ist es, wie zu erwarten, natürlich auf einem sehr hohen Leistungsniveau. Und deshalb haben wir heute eigentlich nur bestätigt, dass sie einen hervorragenden Gesundheitszustand hat. Und man sieht natürlich auch bei ihr jetzt die positive Trainingsanpassung. Sie hat einfach sehr leistungsfähige Organe. Schließlich der Routinier. Der Jürgen hat eine sehr hohe Leistungsfähigkeit für sein Alter und bezogen auf sein unsportliches Vorleben. Und das zeigt eigentlich, dass selbst nach dieser Zeit der Körper noch sehr gut ausdauertrainierbar ist. Lanzarote. Die Kanareninsel ist Schauplatz des Halb-Ironman zum Saisonabschluss. 624 Athleten haben sich angemeldet. Hola. Am Abend vor dem Start checken alle Teilnehmer ihre Sportgeräte ein. Das Rad, der Helm, die Schuhe, für alles gibt es genaue Vorschriften. Natascha ist erschöpft nach der langen Saison. Aber sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Da musste ich dann schon sehr mit mir ringen, dann im Training noch mal Vollgas zu geben. Aber ich bin trotzdem top motiviert, möchte morgen möglichst viele Punkte für die Weltmeisterschaft sammeln. Und von daher alles oder nichts. Die letzte Woche an sich war ich ultra nervös. Ich hatte auch ein bisschen Versagensängste. Also seit gestern ist meine Freundin auch hier. Und die nimmt mir so ein bisschen die Angst. Mit der kann man gut darüber reden, die lenkt ein bisschen ab. Und seit gestern geht's eigentlich. Mal gucken, wie es heute Abend wird, wenn man im Bett liegt und versucht zu schlafen. Ja, aufregend ist immer, vor jedem Wettkampf, das ist immer, wenn es dann richtig losgeht, einchecken, jeder schraubt an seinem Bike rum und dann sind sie alle aufgeregt und da flattern die Nerven so ein bisschen. Das ist dann vorbei, wenn es morgen früh losgeht, dann ist alles vorbei. Aber ich denke, es gehört einfach dazu. So wie die Nudelparty am Vorabend des Wettkampfs. Reichlich Kohlenhydrate, der Brennstoff für ein Rennen von 4 bis 8 Stunden Dauer. Die riesige Herausforderung macht vielen Teilnehmern Angst. Wissenschaftler haben Empfehlungen erarbeitet, wie die Sportler damit umgehen können. Ja, um die Situation vor dem Wettkampfstart zu verdeutlichen, eignet sich ein Modell von den Forschern Dodson und Jerks, die herausgefunden haben, dass die aktuelle Leistungsfähigkeit in Relation zum Anspannungsniveau oder zum Erregungsniveau steht. Je angespannter ich bin, desto geringer wird auch meine aktuelle Leistungsfähigkeit sein. Sportler haben natürlich das Bedürfnis, im optimalen Wettkampfzustand zu sein. Das heißt, sie müssen es schaffen, ihre Spannung so zu regulieren, quasi Psychoregulation zu erlernen, um sich auf so ein mittleres Erregungsniveau einzupendeln, in dem dann eine optimale Leistung erwartet werden kann. Ob nervös oder entspannt, um 8 Uhr morgens stehen alle Athleten am Strand einer Bucht im Norden der Insel. Der Start bedeutet enormen Stress. Mehr als jede andere Phase des Rennens. Binnen Minuten verdreifacht sich der Pulsschlag der Sportler. Schon jetzt verbrennen sie einen Großteil der Kalorien aus dem Nudelessen. Nach 22 Minuten eilen die besten Schwimmer zu ihren Rädern.
In ihren Neoprenanzügen haben sie bereits rund einen Liter Schweiß verloren. Jan-Erik verlässt nach 29 Minuten das Wasser. 4 Minuten nach dem Profi Natascha. Während des Wettkampfs nehmen die Athleten rund 7-mal so viel Sauerstoff auf wie im Ruhezustand. Entsprechend viele freie Sauerstoffradikale bilden sich, aggressive Moleküle, die den Organismus schädigen. Jürgen hat das Schwächegefühl, das sich dann einstellt, schon oft erlebt. Was bei einem Triathlon mit dem Körper geschieht, entspricht einem Alterungsprozess von 20 Jahren, sagen Wissenschaftler. Zum Glück werden diese Schäden in den Wochen danach automatisch wieder repariert. Ein Fußballprofi legt in jedem Spiel etwa 7 Kilometer zurück. Die Teilnehmer auf Lanzarote laufen das Dreifache. Dazu kommen 90 Kilometer Radfahren und knapp 2 Kilometer Schwimmen. Die Strecke führt für eine Weile an der Küste entlang. Auf leichte Anstiege folgen erste rasante Abfahrten. Die Körper der Sportler haben längst auf Ausdauerleistung umgeschaltet. Blut wird aus dem Gehirn und den Bauchorganen abgezogen. Dafür werden die Skelettmuskeln besser versorgt. Natascha fährt von Anfang an in der Spitzengruppe der Frauen. Sie kämpft sich hinauf zu einem 600 Meter hohen Pass, der härteste Teil der Strecke. Jan-Erik folgt mit wenigen Minuten Abstand. Als Neuling will er um jeden Preis erfolgreich sein. Unsere drei Triathleten tragen Herzfrequenzmesser. Der Puls zeigt ihre Belastung in jeder Phase des Wettkampfs. Jan-Erik ist sehr engagiert gestartet. Mit einem Spitzenpuls von 200 gleich zu Beginn. Beim Radfahren hält er lange 180, ein sehr hoher Wert, aber ungefährlich für den austrainierten Jan-Erik. Erst später beim Laufen schwinden seine Reserven. Spätestens am Berg haben die Sportler ihre Kohlenhydratspeicher geleert. Der Körper beginnt mit der Verbrennung von Fett. Im Körper herrscht jetzt Alarmzustand. Das Cortisol im Blut schwächt die Immunabwehr. Das Immunsystem reagiert auf zu häufige Belastungen, indem es Zytokine ausschüttet. Das sind enzymähnliche Botenstoffe, Mediatoren, die dort, wo es wirklich zu reparieren gilt, Entzündungen auslösen. Oft entgleist das aber dann und dann bilden sich Entzündungen, wo sie gar nicht hingehören. Wir haben beispielsweise Veränderungen im Blutspiegel, Harnsäurespiegel, der Cholesterinspiegel verändert sich. Also ganz typische Stoffwechselparameter reagieren und selbst Gefäße werden durch diese Entzündungen geschädigt, nämlich die Blutgefäße. Bis der Körper sich davon erholt hat, dauert es bis zu 3 Wochen. Jürgen weiß das. Sein Ziel heißt gesund ankommen. Selbst bergab nimmt er sich deshalb zurück. Als Berliner bin ich Bergetappen nicht gewohnt, meint er. Natascha ist derweil auf dem Weg zur letzten Disziplin, dem Laufen. Das Protokoll der Herzfrequenz zeigt,
Sie hat sich ihre Kräfte perfekt eingeteilt. Lange bleibt sie im für sie optimalen Bereich von rund 175. Erst beim Laufen sackt sie auf Werte um 160 ab. Ein normales Zeichen für Ermüdung. Natascha weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie das Rennen nicht gewinnen kann. Auf der Radstrecke war der Wind zu stark für die federleichte Athletin. Er hätte sie fast vom Rad geworfen. Nach gut 4 Stunden sind die ersten im Ziel. Manche mit Magenproblemen. Der Endorphinrausch ist vorbei. Jetzt spüren viele die Folgen mangelhafter Durchblutung in Bauch und Kopf. Nach knapp 5 Stunden kommt Natascha ins Ziel. Als 7. bei den Frauen. Sie hatte auf einen Platz auf dem Treppchen gehofft. Jetzt kommen Erschöpfung und Enttäuschung zusammen. Wenn man schon so eine lange Saison gemacht hat, ist es halt hinten raus einfach hart, wenn der Körper total müde ist. Und das war schon echt bitter. Und dann noch den langen Anstieg hoch in der Hitze. Ja, das raubt einem echt die Körner. Aber jetzt bin ich einfach froh, dass ich Pause habe. Ihr Freund Martin Dröll tröstet sie. Er wurde 16. bei den Männern. Jan-Erik auf den letzten Kilometern. Seine Beine fühlen sich jetzt an wie Blei, wie er später erzählt. In dieser Phase zeigt sich der Effekt des intensiven Trainings. Der Körper hat gelernt, den Muskeln immer wieder Glykogen bereitzustellen. Ohne diesen Energielieferanten könnte Jan-Erik keinen Schritt mehr laufen. Über 100 Athleten müssen das Rennen abbrechen. Doch auch jene, die ins Ziel kommen, leiden. Laktat hat ihr Blut übersäuert. Die überlasteten Muskeln verkrampfen sich. Nach 5,5 Stunden ist Jan-Erik im Ziel. Als 10. in seiner Altersgruppe. Rang 130 insgesamt. Für ihn ein Riesenerfolg. Sein erster Halb-Ironman. Wie die meisten Triathleten genießt er vor allem das Gefühl, eine große Herausforderung gemeistert zu haben. Ich bin im Ziel. Also sehr gut. Ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt, als es war. Das war unbeschreiblich. Das war so krass. Oben habe ich nicht dran geglaubt, dass ich, nachdem ich mein Fahrrad weggestellt habe, überhaupt noch laufen kann. Aber Jan-Erik spürte die Schmerzen kaum. Dank körpereigener Opiate. Sie hemmen die Schmerzentstehung direkt im Gehirn. Und da haben wir mittlerweile ganz tolle Bilder, die mithilfe des Kernspins gemacht werden konnten. Da sieht man dann zum Beispiel hier an verschiedenen Querschnitten im Gehirn die verschiedenen Zentren, die tatsächlich also aktiv sind. Hier sieht man die schmerzverarbeitenden Zentren. Hier werden also irgendwo Transmitterstoffe ausgeschüttet und diese Zentren sind aktiv. Weiter links dann im Bild geht es um die emotionale Regulation, wo also die ganzen Stresssituationen kompensiert werden, verarbeitet werden. Es ist also nicht eingebildet. Das Hochgefühl beim Laufen, das Schmerzen lindert und glücklich macht. Jürgen hat das schon oft erlebt. Das Zeitgefühl geht verloren, nur der Augenblick zählt. Das funktioniert auch, wenn man langsam läuft. Jürgens Herzfrequenz ist von Beginn an recht niedrig.
Er startet mit durchschnittlich 120 Schlägen pro Minute und steigert sich erst zum Schluss des Rennens. Ein Hinweis darauf, dass er nicht bis ans Limit gegangen ist. Aber vielleicht hätte das Jürgens ganz persönliches Läuferglück nur gestört. Nach 7 Stunden und 2 Minuten erreicht er das Ziel. Rang 348 bei den Männern. An diesem Tag hat Jürgen schätzungsweise 4 Kilogramm abgenommen. Trotzdem fühlt er sich gut. Ja, herrlich. Weil man hat so einen Respekt gehabt vor diesem Ironman. Ja, und wenn man ihn in die Macht hat, dann ist das einfach ein ganz tolles Gefühl. Also ganz toll. Beim Radfahren hatte ich in den Bergen so ein bisschen Angst, ja, dass man sich auspowert und der nicht mehr laufen kann. Aber wenn man jetzt läuft, also die letzte Runde bin ich am schnellsten gelaufen, war einfach toll. Alle haben den Wettkampf sehr unterschiedlich erlebt. Bis hin zum individuellen Energieverbrauch. Jan-Erik hat 5.200 Kalorien verbrannt. Jürgen kam mit 2.700, Natascha mit 2.500 Kalorien aus. Allen dreien ist erspart geblieben, was Dutzende Teilnehmer im Ziel erleben. Der Wettkampfstress hat sie vorwärts getrieben. Am Ende brechen sie doch noch zusammen. Rennen bis zum Rausch und endlich am Ziel. Doch was kommt danach? Bei manchen plötzliche Leere. War alles doch zu viel? Sport ist grundsätzlich zunächst erstmal gut und gesund. Auch Ausdauersport, bei dem kann man auch intensiv betreiben, ist zunächst gut. Nur nicht jeder muss so einen extremen Ausdauersport wie Triathlon betreiben. Denn man sollte erstmal auf sich hören, seine Leistungsfähigkeit individuell in den Mittelpunkt stellen und vor allen Dingen dem Körper ausreichend Regeneration geben. Denn das Wichtigste ist, dass man auf sich hört und die Dosis dementsprechend anpasst. Denn die Dosis macht das Gift. Ausdauersport kann ein Genuss sein. Aber jeder Sportler braucht ein Gefühl dafür, wann er die Laufschuhe ausziehen sollte. Schließlich gibt es noch andere schöne Dinge im Leben. Das Leistungsstreben hat längst alle Bereiche unseres Lebens erfasst. Leiden wir unter einem Optimierungswahn? Lautet die Frage bei Skobel gleich im Anschluss, hier in Dreisat.